Also, mein Name, die mich noch nicht kennen, ist David Euler. Geboren in Hessen, Deutschland, aufgewachsen in Israel, Haifa, und lebe zurzeit in Amerika neben Washington, D.C. Ich praktiziere schon jetzt 31 Jahre Akupunktur und bin immer noch fasziniert von der Art und Weise, wie wir Punkte und Reflexzonen verifizieren können bei Palpation. Das heißt, der Körper spricht und wir können dann sehen, ob unser Nadel wirklich funktioniert oder nicht. Und wir können ein immediate Feedback kriegen. Ich integriere nicht nur japanische Akupunktur, die ich hauptsächlich mit und von Kiko Matsumoto gelernt habe, aber ich war auch mehrmals bei Nagano, als er noch am Leben war, Kawai Sensei, Nasako. Aber ich finde, dass alles, was wirkt und einen klinischen Sinn hat und bei dem Patienten funktioniert und wichtig, kann ich integrieren. So integriere ich auch Methoden und Befunde von Jochen Gledig zum Beispiel, der ein guter Freund von mir schon mindestens 20 Jahre ist, auch von Nadja Wolf mit ihrer Ohrakupunkturendiagnose. Und es kommt alles rein und verifiziert sich durch Palpation. Und das ist auch der Haupteingang und Einstieg zu dem Patienten. So wie ich es sehe. Ich doziere, manche kennen mich schon in Deutschland, in der Schweiz, in Paris, in Frankreich. Und ich habe 16 Jahre auch für die Harvard Medizinschule doziert und einen Kurs mit einem Kollegen geleitet. Und jetzt versuche ich langsam, langsam etwas weniger zu machen. Aber dann trotzdem, hier sind wir und ich werde hier gleich mal ein Screenshare machen. Wenn ihr das seht, das ist gut. Und was wir hier versuchen, ist ein kurzen Vortrag, der die Methode etwas vorstellt, natürlich nicht ganz und sehr ausgebreitet, aber etwas vorstellt, eine Idee gibt, was wir in April 21 und bis 23 machen werden und auch ein bisschen kommunizieren mit Antwort und Frage und Antwort, die ich am allerbesten und vielleicht am aller praktischsten. Am Ende vom Vortrag können wir uns dann unterhalten und Leute können Fragen stellen. Die mich schon kennen und mehrere Kurse schon mit mir gesehen haben und auch etwas mit diesem Stil praktizieren, sind auch neue Sachen eingebaut und praktische Sachen eingebaut, die ich über die letzten Jahre schon sehr gut zum Funktion gebracht haben. Wenn eine Reflexzone zum Beispiel nicht mit den Punkten, die wir im Buch geschrieben haben, funktioniert, haben wir andere Methoden mit der Yamamoto-Style und mit Nadia Wolf-Style, können wir auch mit Mikrosystemen funktionieren. Die habe ich dann auch eingebaut in den System rein, so dass es wirklich praktisch wird. Hier und heute will ich natürlich auch, dass ihr etwas davon habt, nicht nur die Theorie, was wir machen, sondern auch habe ich einen kleinen Oketsu, das heißt die Stagnation im Bauch Modul reingebaut mit zwei Videos. Das könnt ihr dann vielleicht morgen oder übermorgen versuchen, an neue Patienten. Schaut,
ob es für euch klappt oder nicht. Auf jeden Fall, wo bin ich? Hier bin ich. So, die Diagnose und die Behandlung, die ist durch die Palpation verifiziert. Das heißt, wir können mit dem Patient uns stundenlang unterhalten und Fragen stellen. Ihr kennt die TCM-Protokolle, welche Farben du am allerliebsten magst und welche Geschmackpalette du am allerbesten hast oder welche tägliche Funktionen schwerfallen und so weiter und so fort. Wir können uns längere Zeit über die Geschichte von dem Patienten, medizinische Geschichte von dem Patienten unterhalten. Und dann heben wir das Hemd auf und sehen, ah, was ist das? Eine Narbe. Warum? Ah ja, diese Narbe, die hat nichts mit meinem Symptom zu tun. Auf einmal entdecken wir Sachen, die vielleicht doch etwas damit zu tun haben. Hier in diesem Stil fragen wir mit den Händen auf bestimmte Reflexzonen, die uns ein Feedback geben, wie die Organkommunikation funktioniert. Okay, ihr kennt das durch die Palpation vom Bauch, vielleicht mit Shiatsu, die Palpation vom Nacken mit den kraniosakralen Methoden, die Palpation von den Rücken, auch die Schuhpunkte oder die U-Punkte, das sind auch palpierdiagnostische Regionen. Und dazu haben wir auch die Behandlung. Und wenn die Behandlung funktioniert, dann wird die Druckschmerzregion weniger werden. Okay? Und dann haben wir eine Unterhaltung, dann haben wir ein Gespräch direkt mit dem Körper. Und sehr oft sehen wir, dass die Wiedergabe von dem Patient rascher ist, von dem Körper von dem Patient rascher ist, als von dem Patient sein Gehirn oder ihr Gehirn. Das heißt, wir sehen sofort, dass zum Beispiel das Auge kneift oder im Bauch ein kleiner Zuck ist. Und das passiert in dem Moment, wo wir etwas in dem Körper tun. Entweder eine Druckschmerzstelle finden oder wir finden einen Akupunkturpunkt, den wir so nadeln und auf einmal ist es nicht schmerzhaft. Die Wiedergabe ist sehr, sehr schnell. Und das ist sehr wichtig, wenn der Körper antwortet. Nämlich, ich habe viele Patienten, die mich die sind sehr polite, ja. Und die wollen mir keine Kritik geben. Und wenn ich irgendwo palpiere und es ist schmerzhaft und dann stecke ich die Nadel rein, ich sehe sofort, dass es immer noch schmerzhaft ist. Und dann, oh no, it's much better, honey. Like, okay, thank you, aber trotzdem, ich weiß, dass es nicht gut genug ist, dann kann ich meine Nadel korrigieren, okay? Der Körper spricht schneller, als der Patient seine Höflichkeit zum Beispiel, okay? Und wir werden zwei Videos sehen, wo ich das dann auch zeige, wie das funktioniert. Eine Hand palpiert, die andere Hand ist mit der Nadel. Und die Unterhaltung ist eigentlich sehr schnell und dann auch klinisch sehr wertvoll. Okay, dann können wir nämlich unser Nadelwinkel, die Lokalisation von dem Punkt genau korrigieren, um dass der Patient wirklich eine gute Behandlung bekommt. Die gesamte Palpation Methode ist nicht von dem äußeren All oder eine moderne Entwicklung, wie zum Beispiel Yamamoto oder Noget. Das sind moderne, relativ moderne Mikrosysteme oder die Zina-Zonen und so weiter und so fort. Hier sind die Regionen, die wir palpieren und die Punkte, die wir finden, sehr nah an die chinesische klassische Medizin. Okay? Wir
arbeiten sehr nah mit Suwen, Lingshu, Nanjing und dann später mit Leiqing, sehr wichtiges Buch und so weiter und so fort. Und wir dann, oder Nagano seine geniale Methode war, das, was dann in den Skripten steht, auf Palpation, auf Hands-on-Methode, da er blind war, übersetzt hat. Okay? Und das kann man relativ einfach lernen und dann mit der Praxis wirklich sehr schön durchziehen. Und auch wenn ihr am Anfang einen Stil habt, langsam, langsam könnt ihr Sachen reinbauen, die euch gefällt oder der den Patienten nutzvoll sind. Es gibt per se nicht eine japanische Akupunkturmethode. Okay? Es gibt sehr viele japanische Akupunkturmethoden und die sind alle direkt von den chinesischen Classics gekommen und haben sich durch die chinesische Klassik entwickelt. Nicht wie zum Beispiel das moderne TCM, was ein Post-Mao-Methode ist. Okay? Japan hatte kein Mao Zedong und deswegen haben sie dann halt einfach mit der Classics weitergehandelt bis zum heutigen Tag. Aber ich versuche, mehrere Meister zusammenzubringen und nicht nur japanische Meister, wie ich schon ein paar erwähnt habe, nicht nur japanische Meister, auch Jochen Gledischer wird ihr dann erkennen, wenn ihr den Seminar nehmt. Gibt es ein paar Sachen, die sehr, 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 sehr praktisch sind. Die kann man einfach nicht ignorieren. Oder mit Nadia Wolf haben wir ein paar innere Organe und sehr schnelle Reflexzonen, die reagieren im Körper und so weiter und so fort. Ich versuche immer so zu sagen, ich bin kein Purist, sondern mehr so ein Guerilla-Fighter. Ja, was funktioniert, nehme ich. Wie so Krav Maga. Was funktioniert, nehme ich. Und so, dass der Patient wirklich ein Resultat hat. Die große Frage mit dem Qi oder Dechi ist natürlich, wie kann ich verifizieren, dass wirklich dieser Konzept von Qi in dem Körper von dem Patienten läuft. Sehr hochtrainierte Akupunkturisten, die sich mit dem Puls beschäftigen, tagtäglich für Jahrzehnte, die können natürlich die Pulsveränderung relativ gut, relativ schnell, relativ präzise messen und verändern. Aber ich habe gefunden, dass für uns es ist ein bisschen schwierig, weil wir mehrere Methoden nehmen, wir haben mehrere Einflüsse. Wir haben eine sehr gemischte Nahrung, wir haben einen sehr busy Lifestyle und so weiter. Der Puls auch durch Medikamenten kann sich ändern und manchmal nicht genau die Informationen geben, die wir praktisch brauchen können. Wie gesagt, wenn wir das jeden Tag für 30 oder so Jahre machen, ja, klar, aber die meisten von uns nicht. Deswegen. Vielleicht können wir eine andere Methode finden, wobei wir sehen, dass Qi wirklich fließt. Und ich werde darüber noch ein ganz kleines bisschen sprechen, aber es ist nicht, ob der Patient etwas fühlt. Es ist mehr, ob ich etwas fühle und ich kann das dann mit dem Patienten verändern. Wir haben auch eine gewisse Ordnung in dieser Methode, die ich präsentieren werde. Und diese Ordnung hat einen Grund, und das ist die konstitutionelle, sagen wir mal, die konstitutionelle Gründe, warum der Patient nicht von selber heilt. Okay? Der Patient oft zum Beispiel zu mir, er kommt, nachdem er schon mehrere Ärzte gesehen hat, Neurologen, Internisten, Orthopäden und so weiter und so fort. Aber er hat nicht die Resultaten, die er oder sie wirklich will. Dann kommen sie zu mir: Oh, you're my last chance. Okay, thank you very much. I don't like that, but okay. Und wenn wir
so handeln, I'm your last chance, muss ich erst wissen, warum du nicht selber heilst. Der Körper ist so gebaut, dass er heilen kann. Er will heilen. Wenn wir eine Wunde haben im Körper, normalerweise schließt sich die Wunde und dann bildet sich eine Narbe. Und dann auch, wenn die Narbe gut behandelt wird von dem Körper, mit Nahrung, mit Feuchtigkeit und so weiter, geht auch diese Narbe weg. Also wir können heilen. Dann ist die Frage, warum heilen wir nicht? Und die konstitutionelle Phase von der Behandlung ist in der Tat herauszufinden, was sind diese Blockaden. Und die können wir dann durch Palpation herausfinden, wie gesagt, die Türen öffnen, die Fenster öffnen und dann weitergehen, okay, warum dann das Symptom hier oder da, ja, im internen Organ oder Schulter oder Nacken und so weiter und so fort. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter, wie können wir das dann auch zum Halten bringen. Ihr kennt alle als Akupunkturisten oder Heilpraktiker oder Ärzte, wir geben eine Behandlung, der Patient fühlt sich relativ wohl, 2 Tage später kommt es wieder. Und die Frage ist, ja, wie lange soll ich dann zur Akupunktur kommen? The million dollar question. Ja? Und die Antwort für mich ist immer, I don't know. Aber wir werden das Beste versuchen, diese Punkte und Regionen zu finden, die dann bei dem Patient auch effektiv bleiben mit entweder kleine Dauernadeln oder Magnete oder andere Methoden, wo der Patient selber die Verantwortung nehmen kann und sich behandeln kann, sodass er nicht mehr oder zu lange bei uns dann in Behandlung ist. Ich weiß, ökonomisch ist es vielleicht nicht das Beste, aber der Patient hat einen sehr großen Vorteil, wenn er in der Tat auch selber in ihrem oder seinem Körper involviert ist. Okay? Und es macht einen sehr großen Unterschied, wenn wir einen Punkt finden, der zum Beispiel den Nacken befreit, oder wenn wir einen Punkt finden, den Quadratus lumbarum befreit oder auch innere Organe. Der Patient merkt das und sieht das und dann kann der Patient wirklich auch mit seiner Behandlung effektiv selbstständig sein. Okay? Natürlich gibt es Sachen, wo wir sehr wenig Erfolg haben, mindestens ich, und zum Beispiel die Nahrung ändern. That is a mess. Ja? Oder ich meine, wir können die Patienten vielleicht für ein bisschen Heilpflanzen geben oder Homöopathie, aber das hält auch nicht sehr lange an. Und unsere Verantwortung als Akupunkturisten oft ist, ohne sehr viel zu verändern zu müssen, trotzdem der Patient zeigen, dass der Patient heilen kann. Okay? Wenn der Patient weiß, ich kann heilen, wenn, dann ist es dann der Patient seine Entscheidung. Und das können wir sehr gut durch die Palpation machen. Der Patient sieht wirklich, dass etwas in dem Körper sich verändert. Und die Frage, to chi or not to chi, ist wirklich im Vordergrund, weil viele Methoden von der Akupunktur die Nadel stimulieren und manipulieren, bis der Patient so ein Gefühl hat von einem verbreitenden, wie sagt man es, Ache oder Sickness oder so weiter. Wenn wir, Verzeihung, die Drama hier, ich bin etwas dramatisch manchmal, wenn wir Nanjing zum Beispiel anschauen, dann sehen wir, dass die Methode von der Behandlung, die Nadelung, eigentlich von dem Patient selber keine Wiedergabe braucht. Es ist der praktizierende Arzt, der das spürt, nicht der Patient. Okay? Und wie gesagt, irgendwie durch die Jahre und durch Mao seine TCM, das rote Buch von der Akupunktur, hat sich das irgendwie verwandelt, sodass der Patient das fühlt, wenn ich die Nadel stimuliere. Aber das ist nicht in den Skripten, es ist der behandelnde Akupunkturist, der eigentlich
das spürt. Und wie gesagt, ich versuche immer sehr praktisch zu bleiben und auch so, dass alle, die diesen Stil lernen, es auch nachvollziehen können. Und deswegen, wenn ich auf eine Region drücke, Lunge 1 drücke oder auf dem Nacken drücke und es tut weh, wenn ich die Nadel in die behandelnde Nadel in die richtige in den richtigen Winkel setze und in die richtige Akupunkturpunktlokalisation setze, dann ist auf einmal der Druckschmerz weg. Und wenn der Druckschmerz weg ist, dann weiß ich, Qi läuft. Versteht ihr, was ich meine? Dann ist die Wiedergabe, dass etwas in dem Körper sich geöffnet hat und irgendeine fasziale vielleicht Veränderung sich erzeugt, die ist palpierbar. Und das ist das Qi, das dann wirklich läuft. Natürlich, wir können weiter lesen und schauen, was ist überhaupt ein Akupunkturpunkt? Ja, und wo ist der Akupunkturpunkt? Und wie finde ich einen Akupunkturpunkt? Und wie gesagt, wenn ihr Akupunktur längere Zeit macht, dann wisst ihr, dass jeder Patient seine eigene Akupunkturpunkte hat. Wenn wir zur Schule gehen, dann lernen wir ungefähr, wo unser Dickdarm 4 ist oder ungefähr, wo unser dreifacher Wärmer 16 ist oder ungefähr, wo dies oder der andere Punkt ist. Aber wenn wir palpieren und genau schauen an dem Patient, sehen wir, dass es nicht immer ganz genau, wo das Buch ist. Ja? Wir behandeln keine Bücher, wir behandeln Patienten. Ja? Manchmal fragen mich Studenten, wo ist der Punkt so und so? Wo genau ist der Punkt so und so? Meine Jux-Antwort ist, according to what book? Ja? Welches Buch wollt ihr zitieren? In der Tat, es ist der Patient, der uns die Akupunkturpunkte zeigt. Und ja, natürlich, die sind in der Region von den Punkten, die wir gelernt haben. Aber in dieser Region gibt es 1 Millimeter vorwärts, 1 Millimeter rückwärts, 1 Millimeter zur Seite und der Winkel ist auch wirklich je nach Patient individuell. Deswegen, wenn wir einen Finger auf dem Akupunkturpunkt haben und die Hand auf der Reflexzone, zum Beispiel die Hand auf der Leber, ja, die Leber, die soll nicht palpierbar sein. Okay? Und wenn sie palpierbar ist, das heißt, da gibt es eine Kongestion, ja, eine Verstauung von der Leber. Und wenn ich eine Hand auf der Leber habe, eine Hand auf dem Akupunkturpunkt habe und den Akupunkturpunkt suche, Winkel, genaue Lokalisation, auf einmal finde ich, da ist eine Wiedergabe von dem Organ und der Organ weicht sich auf. In dem Moment weiß ich, das ist der Punkt. In den Lektionen, wo ich über die Divergente gesprochen habe, in den Lektionen, wo ich über außerordentliche Meridiane gesprochen habe, habe ich auch eine ganze Theorie von der Faszie gezeigt, wo I believe, ja, ich glaube, dass das gesamte Meridiansystem innerhalb der Faszie eigentlich eingebaut ist. Und wenn wir genau untersuchen, was ist die Faszie, wie funktioniert Faszie, dann wissen wir auch, dass jeder Patient je nach seiner Anatomie oder Pathologie die Faszie verändert sich ein bisschen. Deswegen verändern sich auch die Punkte ein bisschen. Und wenn wir den genauen Fenster finden, dann können wir richtig eine Wiedergabe haben. Und wenn wir schauen, dass die Faszie ist wie ein Liquid Crystal. Ja? Und wenn wir auf ein Liquid Crystal drücken, dann haben wir einen piezoelektrischen Effekt, ja, durch die Elektronen und die Ionen, die in der Faszie sich bewegen. Und das kann auch die Erklärung sein, wie eine Reflexzone immediately reagiert. Ja? Schneller als ein Nerv, schneller als Hormone in der Fascia finden wir sehr schnelle Reaktionen und sehr präzise Reaktionen. Und jeder Chirurg weiß, dass wie ich die Haut schneide, so bildet sich auch die Narbe. Das heißt, wenn ich gegen die
Fasern von der Fascia-Schnarbe, dann bildet sich eine dickere, härtere Narbe. Wenn ich mit den Fasern schneide und in genau die Richtung und, und den Fluss von der Fascia von diesem Patienten schneide, dann bildet sich eine kleinere, blassere, dünnere Narbe und so weiter und so fort. Und das ist sehr interessant und das können wir natürlich auf Akupunktur übersetzen. Ich werde in diesem Kurs natürlich die Hara-Region, also die Bauchregion vorstellen und die Behandlung für jede Region, ja, ob das jetzt am Herz ist oder Pankreas oder die Leber und dann die fünf Elementen Regionen in dem unteren Bauch, die Niere, die Leber, die Lunge und so weiter und so fort. Aber auch sehr, sehr wichtig ist die Kommunikation zwischen Nacken und Bauch. Und warum? Der Nacken ist oft wie so eine Brücke zwischen was in dem Kopf passiert, wo der gesamte Körper repräsentiert ist, ja, und nicht nur repräsentiert, sondern auch oft der Körper kriegt Anleitungen. Und der Körper sendet seine Signale hoch zu dem Gehirn und dann gibt der Gehirn wieder eine Wiedergabe und vice versa, umgekehrt auch. In der Mitte haben wir den Hals. Das ist wie so die Brücke zwischen oben und unten. Wir werden gleich sehen, oben und unten, was das auch sein kann. Hier haben wir auch eine sehr wichtige Karte von Reflexzonen, die wir relativ einfach, aber wir müssen präzise arbeiten, aber relativ einfach auch lösen können. Und wer hat keine Nackenschmerzen? Ich meine, wir alle tragen unser Atlas auf den Schultern zwischen, John, du hast keine Nackenschmerzen, good for you. aber die Palpation am Nacken hilft uns sehr oft, manchmal rauszufinden, wo der Patient eine Schwierigkeit hat, wenn wir nichts im zum Beispiel Bauch finden. Wir haben Patienten, wo wir auf den Bauch drücken, auf den Rücken drücken und wir finden keine Feuerpunkte, die schmerzhaft sind. Aber der Patient leidet, of course. Der Patient ist zu uns angekommen, er hat ein Problem und wir können keine Verifikation finden. Der Nacken ist oft ein Clue. Ja? Der Nacken zeigt uns oft, aha, an der C3 zum Beispiel, rechte Seite oder linke Seite, da habe ich einen Druckschmerz. Ah, jetzt weiß ich, welche Bahn ich öffnen kann. Und wenn ich dann diesen Druckschmerz zum Beispiel wegnehme, fängt der Bauch an zu sprechen. Auf einmal finde ich Sachen im Bauch oder auf einmal finde ich Schuhpunkte oder auf einmal finde ich Feuerpunkte, die aktiviert sind und die kann ich dann behandeln und das ist dann die Behandlung von dem Patienten. Das heißt, stufenweise können wir herausfinden, wie wir den Patienten wirklich am allerbesten helfen können. Okay? Wie ich schon einmal gesagt habe und ich werde das auch mehrmals sagen, die Klassik sind unser Vorbilder. Ja? Das sind die Texte, wobei wir unser Milieu verstehen können. Und wenn wir daran denken, dass der Mensch ja, ein Resultat ist von das obene Geschehen, spirituelle vielleicht, ja, und das untere Geschehen, die Erde, ja, Heaven and Earth, dann erklärt sich dann auch relativ rasch, warum Kopf, spirituell, abstrakt denken, ja, was wir hoffen, was wir glauben, was wir denken, was wir nicht wollen, was wir ja wollen, das passiert im Kopf. Kann das in den Körper eine Influenz geben? Natürlich. Ihr kennt Leute, die sehr gestresst sind und dann haben sie Palpationen. Wenn ihr Crohn's oder Ulcerative Colitis Patienten habt, dann wisst ihr, das sind keine Patienten, die in dem Zen leben. Die sind full power stressed. Okay? Wir müssen diese Kommunikation zwischen Heaven and Earth natürlich finden, behandeln,
irgendwie öffnen. Und wir haben oft eine Schwierigkeit, zum Beispiel im physikalen Körper, den Patienten zu überzeugen, er soll jetzt jeden Tag wirklich nur 5 Minuten, okay, nur 5 Minuten, 2 Minuten oder 2,5 Minuten morgens, 2,5 Minuten abends, einmal Zeit nehmen, atmen, ein paar vielleicht Yoga, Tai Chi, Qigong, Positionen oder Alexander Feldenkrais Position, nur ein paar Minuten am Tag. Und wie viele Patienten machen das? Okay, vielleicht die ersten paar Tage, wo ich noch wirklich einen Einfluss habe, aber dann auch, ist schwierig. Wie viele Patienten wirklich ändern ihre Nahrung? Okay, ich trinke kein Coca-Cola mehr, kein Bier mehr, kein fettes, gebratenes mehr, keine Schokolade mehr. Ja, good luck with that. Es gibt natürlich Patienten, die das sehr ernst nehmen und wirklich alles machen, was sie können, in dem physical body, sodass unsere Behandlung auf dem energetic body die spirituelle Türen öffnen. Ja, natürlich, wir haben diese Patienten. Und wenn ihr selbst einen Versuch macht, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel Max Gerson, seine Diät kennt. Max Gerson könnt ihr irgendwann mal googeln oder wie das heißt. Er hat eine Diät, die sehr nutzvoll ist, sehr anti-Entzündung. Okay? Geeignet für Krebspatienten. Aber wenn ihr das mit seiner Methode 2 Wochen macht, dann seht ihr sehr rasch, auf einmal seht ihr die Welt anders, spirituell anders. Es ist sehr bizarr, für mich auf jeden Fall war das sehr bizarr. Ich habe diesen Versuch gemacht, das hat mich wirklich überzeugt, dass wenn ich den physikalen Körper öffne und wirklich behandle, auf einmal durch den energetischen, auf dem spirituellen Körper einen sehr, sehr großen Einfluss. Nein, ich habe keine Visionen und Halluzinationen gesehen, aber ich habe Sachen anders gesehen, irgendwie mehr positiv, klarer gesehen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, sehr, sehr schwierig, den Patienten wirklich beizubringen, irgendwie spirituell sich zu verändern oder physikalisch sich zu verändern. Deswegen in der Akupunktur, wir arbeiten auf dem energetischen Körper, mit den Meridianen, ja, mit den Elektrolyten, mit den Ionen, mit der Fascia. Sachen öffnen, die Bahn öffnen. Auf jeden Fall, dass der Patient eine Möglichkeit hat, den physikalen und spirituellen Körper zu verbinden. Okay? Ich weiß, es hört sich ein bisschen, wie gesagt, Hollywood-Plastik an, aber es funktioniert und mit der Akupunktur können wir wirklich das erreichen. Der Patient, wenn er merkt, okay, ich habe zum Beispiel eine interne Erkrankung. Okay, und ich palpiere die Leber. Die Leber ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Und der Patient mit Medikation und so weiter und so fort, Medikamente. Und ich steche 4 Punkte und auf einmal kann meine ganze Hand in die Leber rein. Der Patient ist sehr beeindruckend und sofort ändert sich irgendetwas in seiner Umweltausschauung, ja, also Verhältnis mit seinem Körper, er denkt, oh, ich kann heilen. Hoffnung ist auf einmal da. Okay, das ist spiritual. Und dann vielleicht versucht der Patient etwas Physikalisches mit sich machen. Wir haben durch das energetische Geschehen mit der Akupunktur eine Bahn geöffnet. Okay, und wir haben in unserer Methode die konstitutionelle Behandlungen. Und eins davon werde ich euch zeigen, die nennt sich Oketsu oder die Stagnation von Blut sozusagen im Bauch. Wir schauen auch die konstitutionelle Befunde an, vis-à-vis die Symptomatik und was der Organ macht. Ich meine, wenn der Patient auf jeden Punkt reagiert, au, 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 ihr kennt diese Patienten, die einfach nicht aufhören, ihre Symptome zu beschreiben.
Und auch, ja, ich habe etwas mit den Sinusen und ja, mein Ohr. Und können Sie etwas für die Schulter tun, weil ich auch ein bisschen. Okay. Let's take an order here. Und wir schauen, okay, was ist die Symptomatik und wo ist die konstitutionelle Befunde? Und dann können wir das ergänzen mit Mikrosysteme und eine Behandlung auf dem Rücken. Okay, es spiegelt sich dann auch alles wieder auf dem Rücken. Und unsere Behandlung ist nicht in Stein gesetzt, ja, die ist sehr dynamisch und manchmal habe ich längere Behandlungen, manchmal habe ich kürzere Behandlungen, aber die versuchen, die verschiedenen Aspekte von der Behandlung zu einbauen, ja, ob wenn ich konstitutionelle Sachen habe, Organfunktion und dann sehe ich etwas im Ohr, das immer noch sehr stark da ist. Und dann schaue ich mir den Rücken an mit den Schuhpunkten, den Huatojiaji-Punkten und so weiter und so fort. Ich kann eine Behandlung, die ungefähr 45 Minuten, Maximum eine Stunde ist, bauen, die zwei oder drei Teile hat, wo wirklich der gesamte Patient von oben und bis unten behandelt wird. Und die Frage ist, Moment. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe nur zwei Behandlungszimmer und ich habe nur ein Behandlungszimmer. Ich kann den Patienten nicht so lange behandeln. Ihr werdet sehr rasch herausfinden, dass wir auch kürzere, sehr effektive Behandlungen machen können, wenn wir zum Beispiel die ersten paar Behandlungen wirklich nur auf die konstitutionelle Phase 20, 25, 30 Minuten halten. Und dann können wir etwas weiter auf die Organe oder die Mikrosysteme gehen und so weiter und so fort. All das werde ich natürlich in dem Kurs, den wir haben, präsentieren, zeigen und die Möglichkeiten geben, auch eine Diskussion zu halten. Wie können wir das für meine Praxis wirklich dann auch umschalten? Heute nur so, dass wir einen kleinen Taste kriegt, was wir machen, so dass ihr auch dann vielleicht etwas in der Praxis machen könnt. Sprechen wir über Oketsu. Oketsu ist die Stagnation von Blut in dem Bauch. Und hier haben wir eine Reflexzone. Und die Reflexzone ist hauptsächlich der Magen 27 auf der linken Seite. Druckschmerz auf dieser Region sagt mir als Praktizant, ah, you have a stagnation. Okay? A stagnation of blood in the abdomen. Was heißt das? Ja? Ich meine, das ist ein sehr abstrakter Name. Blut setzt sich nicht in dieser Region an. Und wenn wir diesen Befund haben und dann Echo, Ultrasound oder so weiter machen, finden wir kein Blutpuddel in dieser Region. Nein. Es ist ein Name, der uns etwas sagen will. Wenn wir die antike Schrift von diesem Zeichen anschauen, heißt es eigentlich mehr dirty blood, ja? Schmutziges, unreines Blut. Blut, das nicht mehr die Funktion hat, wie es sein soll. Und hier finden wir eine ganze Menge Pathologien und eine ganze Menge Side-Effects, Nebenwirkungen von Medikamenten, zum Beispiel, die das Blut chemikalisch auch ändern, ja? Oder zum Beispiel, wenn wir Atemnot haben, Asthma, COPD, Emphysema und, Cystic Fibrosis, akkumuliert sich mehr und mehr Säure, ja? CO2 akkumuliert sich im Körper und es ändert die Funktion von dem Blut. Vielleicht in der allopathischen Medizin, ja, in der Schulmedizin, nicht so, dass wir wirklich irgendwie eine Pathologie haben, aber für uns, wo wir ein bisschen mehr am Körper gebunden sind und Reflexzonen finden wollen und die dann auch ändern wollen, ist schon sehr klar, was wir finden. Und das können wir dann ändern. Okay? Die Reaktion von dem Körper oder wie der Körper das Blut reinigt, deswegen Leber, können wir ändern. Diese Reflexzone hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Immunsystem, auf die Leber selbst und auch das Herz.
Ich sehe eine ganze Menge kardiologische Patienten. Und das allererste, was ich mache, ist erstmal den Oketsu-Zeichen wegzubehandeln. Dann können wir weiter auf das Herz gehen und mehr auf Herzbehandlungen konzentrieren. Die Behandlung ist relativ einfach. Die Leber 4 auf der linken Seite und die Lunge 5 auf der linken Seite. Die Leber 4 können wir in verschiedenen Winkel und Lokalisationen finden. Die Lunge 5 auch. Normalerweise in diesem Stil von Akupunktur finden wir, dass die effektivste Behandlungen in der Tat, würde ich sagen, mehr stimulierend oder tonifizierend ist. Das heißt, mit dem Fluss des Meridianes. Okay? Relativ sanft die Nadel und mit dem Fluss des Meridianes. Dann reagiert die Reflexzone. Okay? Wenn ihr wissen wollt, was machen wir hier? Wir stimulieren Leber 4, das ist der Kontrollepunkt von der Leber, aber wir stimulieren mit den Lunge 5, was ist eine Tonifikation? Das heißt, wenn wir auf einer Seite sedieren und auf der anderen Seite tonifizieren, dann bringen wir etwas zu einem Fluss, ohne den Organ zu belästigen. Okay? Besonders wenn der Organ selber schon irgendwie pathologisch reagiert, wollen wir nicht sedieren und sedieren oder auch nicht nur tonifizieren, sondern wir wollen einen Fluss in dem Organ bringen und dann auf einer Seite sedieren und auf einer Seite tonifizieren. Dann haben wir durch das Meridiansystem einen sehr interessanten Dialog. Ja, durch die Organe, durch das Meridiansystem. Wie gesagt, das alles werde ich mehr besprechen, wenn wir in den Kurs sind, wie wir das auch machen und so. Und wir haben auch andere Ideen, die dann das Oketsu behandeln, ergänzen. Vorne, hinten, welche Pathologien sind sehr effektiv, welche Migränen, welche Kopfschmerzen reagieren sofort auf Oketsu, was machen wir, wenn es nicht so einfach weggeht und so weiter und so fort. Und so, dass ihr auch seht, wie das funktioniert, zeige ich euch auch ein kleines Video. Hier eine Patientin, die in Akupunktur und Heilpflanzentherapie schon ungefähr ein Jahr war, aber die Resultaten waren nicht so, wie sie gedacht hat. Wir wollten herausfinden, warum die Patientin nicht heilt und welche konstitutionelle Behandlungen ihr helfen können. Zu behandeln. Noch Schmerz? Nicht so schlimm. Nee, da nicht. Da ist. Okay. Da auch. Okay. Vergiss diesen Punkt an dem Fuß, okay? Wie ist an dem Bauch? Bisschen? Bisschen besser. Bisschen besser, aber immer noch da. Vergiss den Fuß, wie ist an dem Bauch? Besser. Besser. Das noch. Eben 4 verschiedene Winkel. Besser. Besser, okay. Wie lange machst du schon mehr die Therapie? Seit letzten Jahr April, also Okay. ein Jahr fast. Gut. Wie ist das? Das ist gut. Das ist gut. Nicht gut argumentieren wir nicht, oder? Schmerzfrei. Ja. Okay. Okay, hier habt ihr auch gesehen, wie, wenn wir den Winkel etwas ändern und manchmal die Lokalisation von Punkten ein bisschen ändern, dann haben wir die Reaktion von der Reflexzone. Okay? Das ist die Wiedergabe. Das ist das Gespräch, den wir mit dem Körper halten. Und wir brauchen uns nicht Hoffnung machen. Okay, wir tun die Nadeln rein.
schauen wir mal, wie es euch in einer Woche geht. Ihr kennt das. Manchmal ist es frustrierend, ja. Und dann, wenn es nicht so gut geht, dann haben wir auch nicht immer genau die Ahnung, warum. Hier haben wir Zeichen, wir haben Signale, die wir ändern können und auch mit natürlich beeinflussen können. Okay? Der zweite Video ist ein herzkranker Patient, der ein Schulterproblem hat. Okay? Er hat alle möglichen Probleme, aber er will seine Schulter behandeln. Okay? Dann haben wir Dieser Patient hat Herzbeschwerden und Lumbago, aber er möchte gerne seine Schulter behandeln. Er hat Schwierigkeiten und Schmerz, seinen Arm hochzuheben. In der konstitutionellen Untersuchung haben wir unter anderem Oketsu gefunden, der sehr stark schmerzhaft war. Und nachdem wir nur Oketsu behandelt haben, hat sich die Schulter schon 60% verbessert. How is the Oketsu? Okay, so is definitely there. Okay, so let's see how the Oketsu performs. Round 5, try now. Sixty percent. Okay, wir können auch die Reflexzone beseitigen. Und dann, wenn die Reflexzone beseitigt ist, wie ist das Symptom? Vielleicht ist das Symptom mit der Reflexzone korreliert oder nicht. Und wenn ja, dann haben wir natürlich ein Resultat. Und das können wir auch durch die Narben machen, das können wir durch viele andere Reflexzonen sehen. Und wie gesagt, all das organisiert und all das systematisch werde ich dann April 21, 23 zeigen und natürlich auch, sehr wichtig ist nicht nur zeigen, speak one, show one and then do one. Ihr könnt dann auch selber etwas palpieren und Nadeln setzen und schauen, wie das funktioniert. Und dann können wir auch eine Diskussion haben, wenn es nicht funktioniert, was wir dann machen. Okay? Das ist auch sehr, sehr wichtig in jeder Behandlung. Alrighty, das war also die kurze Lektion-Demo.